In Berlin ist dieses Jahr im August das Modell des sogenannten solidarischen Grundeinkommens angelaufen. Fair und gerecht, sagen die einen. Das belohnt nur die Faulen, sagen die anderen. Wer hat recht? Die Marvel-Produktion Avengers Endgame hat dieses Jahr den Rekord von Avatar gebrochen und ist nach Einspielergebnis weltweit der erfolgreichste Film. Klar, Superhelden faszinieren, ob im Comic oder auf der Leinwand. Möglich macht das eine riesige Industrie, die diese Helden und Superstars vermarktet. Wie alles angefangen hat und in welchen Sphären sich die Macher mittlerweile bewegen, hier sehen Sie es. Und morgen können Sie komplett in diese fantastische Welt eintauchen. Denn morgen ist Marvel Day bei ProSieben. Wir senden den ganzen Tag Blockbuster, zum Beispiel The Avengers oder Iron Man 3. Ganz viel Spaß dabei und hier geht's jetzt damit weiter. Willkommen zurück. Zurzeit ist wieder Miesmuschelsaison. Überall werden die schwarz-blauen Muscheln angeboten. In Restaurants, Supermärkten, Fischläden. Aber wie findet man eigentlich heraus, ob eine Muschel noch gut ist oder nicht? So viel kann ich Ihnen verraten. Ein simpler Trick zeigt in nur einer Sekunde, ob man die Muschel noch essen darf. Und jetzt von der Vision zur Realität. Das autonome Fahren ist kurz vor dem Durchbruch. Schon im Januar soll der weltweit erste autonome Taxiservice in den USA starten. Aber auch hier in Deutschland gibt es schon jetzt autonome Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen. Die Frage lautet, wie nah ist der große Durchbruch? Mein Kollege Vincent Dehler begibt sich auf Spurensuche. Und morgen haben wir das hier für Sie. Ja, von Galileo war es das jetzt und es geht weiter mit Duell um die Welt. Ganz viel Spaß dabei und bis nächste Woche.